Kopf oder Zahl, Leute, Kopf oder Zahl. Was wird Etna wählen? Lieber County, das sehe ich genauso wie du. Ich möchte Kopf nehmen, genau, weil ich nicht nur denke, dass Etna keine Lust auf Zahlen hat, sondern damit Etna nicht den Kopf verliert. Nein, auch nicht, sondern vielleicht einfach, weil es so ein Kopfspiel ist. Ich weiß nicht. Etna ist ja mehr so der Denker-Mensch und ich habe keine Ahnung, was da jetzt kommt. Aber lieber nehme ich ein Kopfrätsel als ein Zahlenrätsel und vielleicht sieht Etna das ja genauso. Kopf. Zahl. Tja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Schön, dass man seine Stimme jetzt auch gar nicht mehr versteht. Ich will das noch einmal versuchen. Ich will es noch einmal versuchen. Und ich sag wieder so Kopf. So sei es. Oh. Oder Zahl. Kopf, immer noch. Kopf. Zahl. Hm. Tja. Was? Nimmt er immer nur ich will Zahl? Es noch. So, Kopf. Nehmen wir diesmal mal Zahl. Zahl. Kopf. Oh. Ja. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Immer das Gegenteil. Hm. Ich will es noch einmal versuchen. So, Sacko. Zahl. Kopf. Hä? Ja, was? Ist da irgendwie ein Trick bei? Warum verliere ich eigentlich ständig? Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Mhm. Ich will es noch einmal versuchen. Tja. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Jetzt ist ja beides schon gekommen. Oder Zahl. Zahl. Kopf. Ja. Ja. Ich hab genug. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Mag den König nicht irgendwie. Vielleicht nicht nur, weil wir immer gewinnen, sondern weiß ich nicht, der hat irgendwie sowas. Der hat wirklich sowas Irres an sich, obwohl die anderen auch irre sind. Aber die sind noch auf so eine nette Art irre irgendwie. Und der hat sowas an sich, wo ich nicht weiß. Ja. Wie können wir denn mal das mit der Medaille irgendwie beeinflussen? Und können wir da mal rein trotzdem wieder? Wir müssen ja nicht mit ihm reden, oder? So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Ja, es kommt von alleine. Also ich dachte, ich kann mich hier nochmal im Zelt umgucken oder so. Ich ziehe. Wenn er mit einem Blitz irgendwie. Bababa, vielleicht können wir ja das Alu-Mann erzählen. Vielleicht kann er ja irgendwie so eine Art Blitzableiter wiederbauen und so das alles rückgängig machen oder so. Weißt du? Alu-Mann. Hey, Alu! Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich glaube, dafür brauchen wir auch diesen Bügel hier. Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Vielleicht kommt das ja jetzt. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte! Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen.
Sag schon. Nicht, dass wir einen Blitz. Elektroschocktherapie. Ja, ich... Nicht, dass wir das brauchen. Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ja. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Okay, ich habe mich entschieden, ich will die Schocktherapie. Sprechen wir über was anderes. Ja, ich denke, wir sollten das tun. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Okay. Sprechen wir... Kann ich den... Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel zum einen, zum anderen habe ich ihn einen Alu-Umhang Gut. Ich muss lang... Passt. Ich dachte, er kann ihn mir geben, dann könnte ich den verbessern oder so. Aber dann müssen wir uns jetzt einen neuen, richtigen Bügel holen oder können wir vielleicht aus unserem Kram uns einen neuen machen? Messer, Gabel, Schere, Licht. Meine Sammlung ist fast komplett. Ja. Messer, mein... seltsam. Ich kann weder den Poloschläger zerschneiden, noch kann ich die Schere K.O. schlagen. Warum nur? Ist doch klar. Die Verwüstung selbst ist unverwüstlich. Du musst es ja wissen. Irgendwie... Ja, ich frage mich, ob wir uns... Aber wir haben ja auch nicht einen Draht oder so. Mag Harvey den Dip? Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Genau. Der mag ja alles andere gar nicht. Und dann sollten wir uns da treffen. Vielleicht können wir ja hier nochmal an der Ecke irgendwas Kleiderbügelartiges finden. Da ist das Münztelefon. Können wir das Kabel nehmen? Wozu? Es ist kaputt. Okay. Vielleicht kann man später, wenn wir das andere Telefon irgendwie in unseren Besitz kriegen sollten, das schaffen, das Telefon dann wieder ranzubauen oder so. Wo finden wir denn hier jetzt ein... Nee, du solltest hier gar nicht hin. Wir suchen einen Kleiderbügel für unsere ultimative Schocktherapie. Ist schon echt böse. Vielleicht kann er uns ja helfen. Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Hello, Edna. Ach so. Ja. Das Ticket will er ja behalten. Ich glaube, mit ihm... Ich schau später. Ich glaube, mit ihm haben wir eher das Problem mit dem Ticket. Er will den Kopfhörer so auch nicht hergeben. Ich glaube, da bräuchten wir eher noch ein anderes Telefon. Also, es sind ja nur Ideen jetzt von mir. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir da lang. Dann immer diese Xylophon-Musik echt im Hintergrund. So Bongo-Dinger. Der Bienenmann, kann der vielleicht helfen? Aber da brauchen wir das mit dem Generalschlüssel, ne? Irgendwie eine Kopie davon. Der will Kaffee haben. Ohne Kaffee lief da ja auch irgendwie nicht viel. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Nenn mich ruhig weiter, Fremde. Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Wie du willst, Ronja. Wie war das noch mit dem Ohrenschlitz? Ich mach dann mal eine Fliege. Ich mach dann... Nur zu. Na gut. Und hier können wir nichts mehr nehmen. Wir können auch keinen Kaffee holen. Das ist alles zum Verzweifeln. Ist hier irgendwas? Beim Kickertisch vielleicht? Können wir da was benutzen? Abbauen? Aber was machst du denn da, Edna? Ups, ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen.
Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Mhm. Tja, können wir den da mal machen? Aber was machst du? Ups. Wir werden... Irgendwas, was ich hier vielleicht übersehen habe. Das Neonschild. Das ist so 80er. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit. Damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Mhm. Barmann, einen Drink bitte. Geduldete Scheinung. Hm. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar... Naja, okay. Das klappt auch nicht. Ist hier wirklich nichts mehr? Können wir aus dem Fass hier was nehmen? Davon trinke ich lieber nicht. Ich habe da dieses gemeine Sodbrennen und... Feige! Edna? Putz! Putz, putz, Schnuddi-Schnutz! Puh, ich dachte schon. Aber sie hat's getrunken, nur warum nimmt sie nicht in den Becher was mit? Da hat jemand Vorsicht, Frank, drauf gekritzelt. Seltsam. Ja, wir können ja auch noch mal ein bisschen kritzeln. Aber was machst du denn da? Ups, wir werden... Oh, ihr solltet doch da raufkriegeln. Hier ist unsere Polizeimarke. Hier. Darf ich mal Ihre Schanklizenz sehen? Aber sicher. Ich bewahre sie immer sehr gewissenhaft auf. Direkt unter dem Arm des letzten Polizisten, der mich danach gefragt hat. Ist nicht mehr so wichtig. Netter Typ eigentlich. Nur sehr zerstreut eben. Das Fass, was zum Trinken. Können wir da aus dem Topf mitnehmen? Davon sollte ich lieber nichts mit mir herumtragen. Es könnte mir das ganze Inventar zerschmelzen. Und am Ende frisst es sich bis ins BIOS durch und das willst du doch nicht, oder? Vielleicht kommt man ja hier auch an seinen Drink ran. So? Weißt du, irgendwie? Benutze Becher mit Peter. Wow, sieh sich einer mal das an! Was ist? Der Becher! Er ist nicht halb voll, nicht halb leer. Er ist leer, ganz und gar leer. Das gibt einem doch zu denken, oder? Was könnte ihn denn noch aufheben? Nein. Und dazu noch diese... Ja, sollte es immer eigentlich benutzen. Hier, Polizeimarke mit Peter. Allgemeine Stimmungskontrolle. Seufzen Sie mal in dieses Röhrchen. Wie ich es mir dachte. Nichts als Trübsal. Ah, Edna, ist schon lustig. Hier, Comic. Wenn Captain unbrauchbar Kryptonit ist, leidet er tagelang unter starken Depressionen. Wir wissen ja aber, dass der Comic nicht wirklich brauchbar ist. Möchte er Polo spielen? Soll ich dich von deinem Leiden befreien? Oder so. Welches Leiden meinst du? Naja, das Gesicht, die jammervolle Erscheinung, der fehlende Lebenszweck. Das unstimmige Gesamtgefüge der überflüssigen Peter-Existenz halt. Ich komme drauf zurück. Mhm. Okay. Was sagt Harvey? Was hältst du von dem Typen, Harvey? Scheint mir eine besonders trübe Tasse zu sein. Ja, das stimmt. Wie können wir die trübe Tasse denn mal aufheitern? Möchte er noch was trinken? Möchtest du noch einen Drink? Ich habe noch einen, danke. Mein Glas ist schon seit Stunden halb leer. Mhm. Wenn wir die Karte dem Barmann zeigen? Barmann, einen Drink bitte. Ja, aber der immer dasselbe. Okay. So ein Dip dazu? Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Oh. Oh, er nimmt den Bohnendip tatsächlich. Und er geht weg. Aha. Oh, und dann geht er doch zu Petra. Da gehen wir doch gleich mal hin. Er ist doch dann auf Klo bestimmt jetzt gerannt und das ist voll die Geburtstagsparty. Yeah! Guck mal, die Beine, was das süß. Ah. Ich schau die mir mal an. Wie süß. Ja. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen.
das ist ja toll. Wir reden mal mit Peter. Ich störe sie lieber nicht. Ach so. Die wollen sicher allein sein. Ist das süß. Ich freue mich voll für die. Können wir die Chips nehmen? Ich nehme die Chips mit. Jawohl. Die waren dann nämlich, glaube ich, vorher nicht. Ich will nicht gleich alles nehmen. Nee, aber die Chips haben wir schon mal genommen. Will sie mit Petra reden? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, rede mit Petra und Peter, okay. Ich störe sie nicht. Das ist toll. Okay, dann... Das sollen wir bestimmt auslassen, das Licht. Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Ich freue mich gerade voll für Peter und Petra und vor allem für Petra, die die ganze Zeit hier gewartet hat. Ich fand das so doof, dass er jetzt nicht zu ihr gekommen ist. Aber wenn die abgelenkt ist, kann man da nicht irgendwie... Haben die noch ein Ticket vielleicht? Irgendwie so ein Fahrkartendingsbums. Ach Mann. Was haben wir jetzt davon, dass die abgelenkt sind? Wir haben davon eigentlich was, dass der Barmann ja jetzt uns einen Drink gibt, weil der andere ja weg ist. Aber wozu brauchen wir den? Warum? Er will ja eigentlich Kaffee, aber man, egal was wir an Trinken haben, man kann es ja anbieten. Dem Bienenmann meine ich. Ja, wir reden mal mit ihm jetzt. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Ah. Was soll's denn sein? Ein Stinkdrink bitte. Ein Kaffee. Yay, wir wollen natürlich einen Kaffee. Dann können wir das dem Bienenmann geben. Einen Kaffee bitte. Steht nicht auf der Karte. No. Was soll denn das? Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Dann einen Stinkdrink. Einen Stinkdrink bitte. Ein Stinkdrink. Kommt sofort. Was soll das sein? Kaffee? Wie nett. Sogar mit Strohhalm. Nur, es riecht hier so komisch. Ist jemand gestorben? Okay, das ist dann der Stinkdrink. Was ist das denn? Ach, der Strohhalm. Und das ist das Zeug. Eine Sammelbeleidigung für alle Sinne zugleich. Aha, was können wir denn damit? Denn man, wir haben ganz schön viel schon im Inventar. Strohfried Strohhalm sieht aus wie eine rot geringelte Savannengazelle. Findet ihr nicht auch, Kinder? Hurra! Vielleicht kann man aus dem Strohhalm später auch nochmal so ein... Nee, glaube ich nicht. Ein Bügel oder so. Nee, glaube ich nicht. Ich will noch einen Drink. Barmann, einen Drink bitte. Aber nicht. Ein Biggidi-Buggidi-Boo. Vielleicht ist das ja ein Kaffee. Einen Biggidi-Buggidi-Boo, bitte. Steht nicht auf der Karte. Was steht denn auf der Karte? Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Und da steht jetzt was drauf? Barmann? Aber natürlich. Einmal die Komplettlösung, bitte. Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, die hättest du wohl gerne. Steht aber nicht auf der Karte. Dann nochmal. Barmann. Aber nicht. Dann einen Grog. Einen Grog, bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl, eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er in einer Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Oh. Können wir davon was haben? Dann können wir uns auch durch die Metallstäbe fressen. Ja, was war noch? Barmann, ich glaube, Wasser war das Drink, einzige bitte. Noch. Aber nicht. Kaffee ging nicht, Wasser. Ein Glas Wasser, bitte. Steht nicht auf der Karte. Dann ist das einzige, was man ja mitnehmen kann, dieser Stinkdrink. Was können wir denn damit machen? Vielleicht dem Telefontypen das geben?
Vielleicht musst du dann auch auf Klo oder so. Vielleicht versammeln sich ja alle am Ende bei Petra und feiern eine coole Party. Ach Mann. Können wir ihnen den Becher einfach geben? Brauchst du einen leeren Becher? Das ist keiner von meinen. Der dort ist aus Plastik. Und er stinkt auch nicht nach Verwesung. Okay. Und wir können, wie gesagt, nicht was von diesem Zeug... Davon trinke ich lieber nicht. Ich habe da dieses gemeine... Ja, gut. Edna, Putz! Okay, das wird wahrscheinlich dieses Stinkdrink-Zeug sein oder sowas. Steht ja auch nicht drauf, dass es ein Bierfass ist. Das wird dieses eklige Zeug sein. Was trinken die denn dann alle hier? Naja, wir gehen mal. Vielleicht ist ja hier auch noch irgendwas. Sitzecke, Stuhl. Oder, was, da ist ein Schacht? Leer. Ach so, von dem Ding einfach durchdenken, hä? Eine Münze oder so haben wir nicht. Harvey? Guck mal, Harvey, da kommt der Kaffee raus. Die Storchnummer kannst du dir sparen. Ich weiß, was Sache ist. Da kommt der Kaffee raus. Kriegen wir hier unseren Kaffee? Ja, wir brauchen also eine Münze. Da kommen die Münzen rein. Also kriegen wir hier unseren Kaffee für den Bienenmann her. Aber wir haben noch keine Münze. Wer hatte denn eine Münze? Wer hat eine Münze, dass wir uns einen Kaffee kaufen können? Ich glaube, er hier nicht. Der Bienenmann, glaube ich... Ja, der Bienenmann vielleicht... Weiß man ja noch nicht. Dem bieten wir jetzt mal erstmal kurz das eklige Zeug an, aber es wird er wahrscheinlich nicht wollen. Hast du Durst? Sogar großen. Leider kann ich die Drinks vom Barmann nicht trinken. Sie bestehen zu über 50% aus Insektenvernichtungsmitteln. Ja, dann hat sich das erledigt, das hatte ich vergessen. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Dann mache ich jetzt hier nochmal den Poki an. Wen es nicht interessiert, der kann ja einfach jetzt stoppen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Sage ich aber auch gleich nochmal Tschüss. Und mache jetzt nochmal den Poki an, für alle, die es interessiert. Ja, wir befinden uns nun in dem Raum der Beschäftigungstherapie, wo wir auch einen... meiner Lieblingscharaktere mal wieder treffen, und zwar den Bienenmann. Ja, der Bienenmann ist halt so ein bisschen eins der, für mich persönlich, so ein bisschen zu einem der Symbole für Edna Bricht ausgeworden. Also als Charakter trägt so irgendwie die ganze Stimmung, weil er halt irgendwie diese Schere zwischen Albernheit und Ernst halt irgendwie in seiner Person vereint. Ich liebe den Dialogpart, wo Edna, also ist, glaube ich, auch eine obskure Item-Reaktion, die man gar nicht unbedingt machen muss, wo Edna und der Bienenmann das Wort Opossum durchdeklinieren, weil sie sich darüber streiten, wie die Mehrzahl von Opossi ist, und dann fangen sie halt an, von vorne durchzudeklinieren, weil beide halt offensichtlich eine gute Lateinausbildung haben. Opossum, Opossi, Opposso, und dann korrigieren sie sich, und das entsteht dieses Wortgemenge aus Opossi, Opossorum, das halt niemand mehr so richtig nachvollziehen kann, außer die beiden, aber es ist total logisch. Das ist schön, bis sie halt nachher irgendwie in irgendwelche Fantasieworte, also aber als wäre es abgesprochen zwischen den beiden, halt irgendwie abgleiten. Also halt einfach irgendwelche plötzlich in Obladi, Oblada reinrutschen, so, und beide machen es einfach kommentarlos mit. Das ist schön. Hier erkennt man in dem Raum übrigens auch, dass ich die Objektkommentare und auch die Grafiken der Verwüstung sozusagen tatsächlich zu einem viel späteren Zeitpunkt erstellt habe, nämlich nach Firmengründung von The Delic. Denn wenn man den Kugelschreiber mit der Leinwand im Hintergrund benutzt, zeichnet Edna eine Fee mitunter. Ich glaube, es gibt sogar drei unterschiedliche Sachen, die man ranzeichnen kann, aus irgendeinem Grund, oder je nachdem, was man als erstes macht. Aber sie kann auch eine Fee an die Leinwand zeichnen. Und das ist sogar schon die Fee, die nachher auch bei uns im Spiel ist. Was recht erstaunlich ist, weil das ja noch recht zu Beginn der Firma gewesen sein muss. Und dafür, dass das Spiel so spät rauskam, krass. Das Allerwichtigste in diesem Raum für mich ist allerdings das Kunstwerk mit dem Generalschlüssel. Das ist einfach eine unglaublich dreiste Idee, glaube ich, dem Spieler gegenüber. Es geht ja im ganzen Spielteil darum, den Generalschlüssel zu finden, und da baumelt halt einfach ein Generalschlüssel dran, und weil Edna halt nun mal ein Charakter ist, die Kunst respektiert, wird sie ihn halt nicht anfassen. Also die ganze Kunst
dieses Generalschlüssels besteht ja darin, dass er dort frei baumelt, aber dadurch, dass er halt Kunst ist, man ihn halt nicht anfassen und mitnehmen kann und benutzen kann, wie er eigentlich ist. Und das macht das Kunstwerk halt nur noch genialer und bringt Edna noch mehr dazu, ihn halt nicht zu nehmen und ihn nicht zu benutzen. Je mehr sie ihn benutzen will und halt eigentlich tatsächlich mitnehmen will, desto genialer wird das Kunstwerk. Und es bleibt immer ein Stück stärker als sie. Ich glaube nicht, dass es irgendein Spieler mitgemacht hat, dass irgendjemand den Gedanken dahinter halt irgendwie tatsächlich... Ich glaube, die meisten haben sich einfach geärgert. Aber ich finde es einfach sehr schön. Ja, für alle, die bis hierhin zugehört haben, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Ein bisschen Spoiler ist ja doch manchmal dabei bei dem Poki. Also so Gespräche hätte ich jetzt gerne... die wir noch nicht gehört haben, noch nicht gehört, was da noch kommt. Aber die Idee mit der Leinwand und dem Stift werde ich auf jeden Fall im nächsten Part mal ausprobieren, weil klar, habe ich noch nicht ausprobiert. Und das ist für mich dann eher wie so ein Tipp gerade in dem Moment. Hey, könnte ich ja auch mal machen. Und Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part von Edna bricht aus. Bis dann!